Am 10. Januar 2018 hat zum 20. Mal der Solothurner Unternehmerpreis im Landhaus stattgefunden. Guten Morgen und herzlich willkommen. Im Namen der Solothurner Regierung, der Wirtschaftsförderung vom Kanton Solothurn, dem kantonalen Gewerbeverband und der Solothurner Handelskammer möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zum Solothurner Unternehmerpreis 2018. Wir feiern heute ein Unternehmen, das für den Kanton Solothurn, für das Unternehmertum ganz allgemein und besonders auch für die Volkswirtschaft wichtig ist. Der Solothurner Unternehmerpreis ist ein Symbol, ein eigentliches Sinnbild für den ganzen Kanton Solothurn. Es ist zum einen ein Zeichen der Anerkennung für die Arbeit, die alle Menschen gemeinsam in einem Unternehmen leisten. Die heutige Preisträgerin, der heutige Preisträger, sind wiederum durch unsere hochkarätige Jury in einem klar strukturierten Auswahlverfahren ausgewählt worden. Die Solothurner Wirtschaft hat, wie wir es heute auch gehört haben, nicht einfache Zeiten hinter sich, Stichwort Frankenschock. Und es ist unglaublich, was Unternehmer und Unternehmerinnen geleistet haben, um diesen Schock zu überwinden. Ein Unternehmer hat mir gesagt, es war ein eigentliches Fitnessprogramm. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie sie heute, 10 Jahre nach der Finanzkrise, zum Teil durchstehen und mit welcher Innovation sie vorangehen. Der Solothurner Unternehmerpreis ist nicht nur eine schwere Skulptur vom Solothurner Künstler Jean Moboulès, sondern, wir haben es gehört, der Preis, der sucht Perlen vom Kanton. Der Preis ist ganz klar ein Zeichen für Unternehmen, die besonders leuchten. In einem kurzen Film ist gezeigt worden, wie die Skulptur vom Solothurner Unternehmerpreis entsteht. Jetzt, zum 20-Jahr-Jubiläum, suchen wir auch einen Preisträger, einen Ehrfallen. Ihr habt es gehört, das Jahreskriterium war täglich weltweit im Einsatz. Die Juryarbeit, eine riesige Arbeit, verbunden mit ganz viel Herzblut. Die Jury die ist zusammengesetzt auf Leute, die aus dem Kanton Solothurn stammen, aber nicht mehr hier wohnen. Dadurch sind sie unabhängig. Und die haben jedes Jahr die erste schwierige Aufgabe, ein neues Motto eigentlich zu finden. Das können sie dann bestimmen. Wir können sie dort zum Teil auch ein bisschen unterstützen mit Ideen, aber sie können es dann festlegen. Und sobald das Motto dann feststeht, dann wird der Preis ausgeschrieben und es können sich Unternehmen melden, die sich dann angesprochen fühlen. Die Jahreskriterien die werden immer wieder neu gesetzt und wir versuchen mit der Möglichkeit, dass es eben nicht immer das gleiche Unternehmen gibt, sondern ein Aspekt von einem Unternehmen, der das Unternehmen prägt, kann hervorgehoben werden. Und das ist eine rechte Herausforderung, immer ein neues Kriterium zu haben. Das zeigt aber auch die Vielfalt, wie die Unternehmungen aufgestellt sind und an was sie alles müssen denken. Und so schauen wir jedes Jahr, schauen, was wir vielleicht auch aktuell etwas, was wir wieder nehmen für den nächsten Solothurner Unternehmenspreis. Das Trio vom Symphonieorchester Biel Solothurn hat die Verleihung vom Solothurner Unternehmerpreis musikalisch umrahmt. Die Jury hat sich bei der Auswahl des Jahreskriteriums täglich weltweit im Einsatz für den Solothurner Unternehmerpreis 2018 dazu entschlossen, ein Unternehmen auszuzeichnen, welches sich beispielhaft mit seiner Marktleistung im internationalen Markt behauptet. Die maßgeschneiderten Lösungen des Preisträgers stiften einen hohen Nutzen für Kunden. Das sind nämlich Unternehmen in den Märkten Maschinenbau, Transportation,
Automobilhersteller, Baumaschinen oder Heavy Duty and Special Vehicles. Die Lösungen und Produkte, welche der Preisträger herstellt, sind eigentlich ganz banale Drucktasten, Leuchttasten, Schalter oder Joysticks, welche uns Menschen in irgendeiner Form mit einer Maschine interagieren lassen. Das 1947 gegründete Schweizer Familienunternehmen EAO AG in Olten hat sich zu einem der weltweit führenden Hersteller von hochqualitativen Tasten, Tastaturen und anspruchsvollen Bedienelementen bis hin zu kompletten HMI-Bedieneinheiten und HMI-Systemen entwickelt. Neben dem Hauptsitz und Hauptproduktionsstandort in Olten in der Schweiz verfügt EAO über weitere Produktionsstätten in Deutschland, Nordamerika und China. Mit 10 eigenen Verkaufsniederlassungen und Distributionsvertretungen in über 50 Ländern garantiert EAO eine weltweite Verfügbarkeit. Die Jury, der Regierungsrat des Kantons Solothurn, die kantonale Wirtschaftsförderung, der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband und die Solothurnische Handelskammer freuen sich sehr, den Solothurner Unternehmerpreis 2018 der Firma EAO Olten AG zu verleihen. Ganz herzliche Gratulation. Es ist eine grosse Ehre, grosse Motivation, grosse Anerkennung. Ich glaube, wir sind alle stolz, dass wir vom Solothurn aus der Region so einen bedeutenden Preis bekommen haben. Ich habe sehr gefreut, dass die EAO den Preis gewonnen hat. Sie ist für uns wirklich eine Perle. Sie ist international tätig, in einem nicht immer einfachen Umfeld, mit eigentlich einem alltäglichen Gegenstand und kann sich seit sehr vielen Jahren in diesem Markt behaupten. Und das ist eine enorme Auszeichnung. Sehr stolz, dass wir so ein Unternehmen auf dem Platz Solothurn haben. Unsere Firmen und unsere KMU die schaffen es nämlich immer wieder mit unkonventionellen Lösungen, effektive Veränderungen zu erwirken und sie das auch gewöhnen, das täglich zu tun. Sonst hätten sie es nämlich nicht geschafft, gerade in den letzten 10 Jahren nach einer Weltwirtschaftskrise und nach 2 Frankenschocks sich immer wieder aufzurappeln, sich neu zu erfinden und sich im nationalen und internationalen Wettbewerb zu behaupten. Die hervorragende Leistung von allen Firmen, die sie Jahr für Jahr und Tag für Tag erbringen, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Mitarbeitenden, Lieferanten, Partner, die verdienen unseren höchsten Respekt. Es war eine fantastische Veranstaltung mit einem ganz würdigen Gewinner. Ich bin also begeistert von diesem Anlass. Das tut bei uns allen Solothurner tut das gut. Das Ganze ist wie ein Klassentreffen von der Wirtschaft. Da wird ein bisschen zusammengehebt auch. Jeder freut sich auch für den anderen, wenn er einen Preis gewinnt und wenn es ihm gut geht. Ich denke, die Solothurner Wirtschaft ist geprägt von Familienunternehmungen, die wirklich eben wie jetzt so, eigentlich das Unternehmen, das heute gewonnen hat, die aus der eigenen Familie wachsen und eben nicht, vielleicht nicht exponentiell wachsen, sondern einfach auch von Grund auf und solid ein Wachstum herleitet und das dann auch erfolgreich ist. Die Diversität, die es im Kanton gibt, oder? Es gibt von Betrieben, die Babynahrung machen, bis jetzt die EAO, hochspezialisierte Firma. Super schön und gut. Ich bin das erste Mal gekommen. Wir haben uns heute mal endlich die Zeit genommen und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, wenn es heisst, es ist der Solothurner Unternehmerpreis 2019 und der findet statt am Mittwoch, am 9. Januar. Wir werden sicher wieder ein gutes Unternehmen finden, das wir auszeichnen können.